Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, so vollmundig in der Opposition, Herr Witzel, Herr Obtendrenk, Sie hier das Credo auf Sparen und Schuldenabbau gesungen haben, so mager und schmallippig war das jetzt gestern und heute hier in den Reden bei den Aussagen. Eigentlich gab es bis auf ein paar mageren Sätzen von Herrn Laschet in der Regierungserklärung da gar nichts zu, wie man denn jetzt spart und Schulden abbaut. Christian Lindner sagte da schon mal null, ja, und hat es besser erst gar nichts erwähnt. Bei Herrn Liedenkemper, jetzt bei der Einbringung des Nachtragshaushalts, habe ich das Wort Sparen und Schuldenabbau auch nicht festgestellt. Herr Moritz auch nicht. Also alle Sparkommissare vom Einst haben irgendwie gerade so etwas wie so eine Amnesie. Das Wort fehlte mir. Danke, liebe Sigrid. Amnesie. Totalausfall. So. Denn Herr Moritz hat ja gerade gesagt, dass hier irgendwas mit Täuschen, Tricksen und Tarnen passiert. Ich muss Ihnen zurückgeben, Herr Moritz und Herr Witzel, in keinem anderen Politikfeld wurden von Ihnen Wahlkampfaussagen und die Aussagen, die Sie damals in der Opposition gemacht haben, so schamlos und so schnell fallen gelassen und sogar ins Gegenteil verkehrt. Das ist das Gegenteil von seriöser Politik. Schauen wir uns die Texte doch noch mal an. In Ihrem Wahlprogramm und in Ihrem, Herr Moritz, steht ganz klar und unmissverständlich drin, alles, was neu ausgegeben wird, wird gegenfinanziert, nicht durch Schulden, nicht durch Mehreinnahmen, durch Einsparungen. Das ist so klar und eindeutig. Warum steht das nicht im Koalitionsvertrag? Sie können ja noch nicht mal sagen, ach, das war die FDP, die das nicht wollte oder umgekehrt. Es ist deckungsgleich. Kein Wort davon im Wahlkampf. Und Herr Witzel, ich habe mal Ihren Wahlkampfflyer mir angeguckt. Sie gingen ja noch weiter in Ihrem Versprechen. Sie haben in Ihrem persönlichen Wahlkampfflyer gesagt, dass Sie persönlich dafür stehen, jeder Euro an Steuermehreinnahmen geht in den Schuldenabbau. Wenn Sie das umgesetzt hätten, ja, das stand in seinem persönlichen Flyer, dann müssten wir mit diesem Nachtragshaushalt 1,2 Milliarden Euro Schuldenabbau hätten realisiert werden müssen, wenn Sie das ernst genommen haben. Nichts davon findet sich wieder. Und auch der Ministerpräsident zu diesem Haushalt jetzt 2017, ich zitiere aus seiner Rede zur dritten Lesung zum Haushaltsgesetz 2017, sagt Armin Laschet, selbst bei einem Höchststand der Steuereinnahmen, und ich versuche die vorwurfsvolle Rhetorik noch mal rüberzubringen, also sehr vorwurfsvoll, selbst bei einem Höchststand der Steuereinnahmen und dem niedrigsten Stand der Zinsen haben Sie es nicht geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das ist das, was wir Ihnen vorwerfen. Okay. Höchststand der Steuereinnahmen. Wo stehen wir jetzt? Wir haben nicht nur einen Höchststand der Steuereinnahmen. Nö, wir haben noch mal 1,2 Milliarden Euro mehr zu dem Höchststand der Steuereinnahmen und die Zinsen sind immer noch sehr niedrig. So, das ist die Bilanz. Und jetzt zitiere ich noch mal, selbst bei einem Höchststand der Steuereinnahmen, die sich noch mal erhöht haben und dem niedrigsten Stand der Zinsen, haben Sie es nicht geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das ist das, was wir Ihnen vorwerfen, Herr Liedenkemper. So einfach ist das. So, und jetzt kommen die Ausreden. Die Ausreden, das ist alles nur Reparatur, Buchungstricks, Schlussbilanz, alles nur die Schulden von Rot-Grün. Wir haben da mit dem Nachtragshaushalt eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Sie verwalten ja hier nur irgendein Erbe von Rot-Grün, aber offenbar haben Sie hier den Gestaltungsanspruch an eine Politik schon hier in den ersten 100 Tagen aufgegeben. Das heißt aber, wenn wir das jetzt mal ernst nehmen, wenn Sie sagen, das ist alles irgendwas, was Rot-Grün noch zu verantworten hat, heißt das ja im Umkehrschluss, dass Sie Norbert Walter-Borjans, dem ehemaligen Finanzminister, vorwerfen, dass er bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 nicht bedacht hat, erstens, dass Sie die Wahl gewinnen. Gut, das mag auch zu der Zeit nicht besonders realistisch gewesen sein, aber jetzt kommt es ja noch weiter. Selbst wenn er angenommen hätte, dass Sie die Wahl gewinnen, sollte er dann wohl angeblich ahnen, dass Sie gerne 300 mehr Polizeianwärter einstellen. Das hätte Norbert Walter-Borjans bei der Aufstellung oder bei der Verabschiedung des Haushalts hier im Landtag, hätten wir ahnen sollen. So, jetzt frage ich mich, warum hätten wir das denn ahnen sollen? Da fehlt mir die Fantasie zu, weil Sie hatten einen Parteitag, Herr Moritz. Ihre Partei hatte ein Wahlprogramm gerade verabschiedet.
Und da wurde ja ein Antrag vom Kollegen Golland, ich erinnere mich noch, er ist in den Wahlparteitag gezogen, gesagt, wir brauchen mehr Polizei, das muss im Wahlprogramm stehen. Er hatte eine konkrete Zahl, ich weiß gar nicht mehr wie genau, die wollte er ins Wahlprogramm haben. Der damalige Generalsekretär Bodo Löttgen hat ihn beiseite genommen, er war krank, das hat er mir noch persönlich gesagt, konnte nicht da sein. Aber Sie haben ihm dann gesagt, pass mal auf, Gregor, das packen wir mal an die Seite, hier kommen keine Zahlen rein. An solchen Zahlenspielen beteiligen wir uns nicht. Das heißt, Sie haben das ja gar nicht gefordert. Wie sollte denn dann dieser Landtag ahnen, dass Sie in einem Nachtragshaushalt dann 300 mehr Polizeianwärter haben sollen? Das ist doch absurd, was Sie hier als Reparaturhaushalt bezeichnen. Das ist doch völlig glaubhaft. Das hätten wir alles ahnen sollen, dass Sie auf diese Idee kommen. Im Gegenteil, bei uns, wir haben uns da klar zu bekannt, die SPD hat es im Wahlprogramm, wir haben es in einem Sicherheitspapier vor der Wahl auch noch mal ganz klar gesagt, wir wollen die 300 Polizeianwärter zusätzlich auch einstellen. Also, diese Ausrede zieht schon mal nicht. Und jetzt mal zu den Legenden innere Sicherheit. Also, was wir heute wieder alles gehört haben, das war ja wirklich bemerkenswert. Der Minister ist nicht da, aber der Staatssekretär. Ich meine, Sie kennen doch die Fakten, ja? Wir hätten angeblich die Sicherheit geschwächt, indem wir ja Personal abgebaut haben. Und das wäre ja alles ganz furchtbar gewesen. Tatsache ist, wir haben in den 7 Regierungsjahren kontinuierlich die Einstellungsermächtigung für Polizeianwärterinnen und Anwärter erhöht. Und von Ihnen als Opposition gab es dazu keine einzige Initiative, das zu toppen. Nein, Sie haben da ja noch nicht mal für geklatscht. Und genau das Gleiche haben wir bei dem Sachhaushalt, Herr Witzel, für die Polizei gemacht. Der Sachhaushalt ist auch erhöht worden. Und was war das Ergebnis? Sie wissen ja selber, Sicherheitspolitik ist alles auf der Strecke. Nachdem Sie 2005 bis 2010 nämlich Personal abgebaut haben, brauchten wir ja eine Weile, bis wir das wieder aufgebaut haben. Und dann haben wir im letzten Jahr in allen signifikanten Kriminalitätsbereichen zurückgehende Zahlen. Am Ende, Herr Moritz, sogar bei den Wohnungseinbrüchen. Nehmen Sie das doch mal zur Kenntnis und stellen Sie die Realität nicht immer völlig faktenfrei. Frau Kollegin Dücker, ja? Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage bei Herrn Kollegen Katsidis von der CDU. Ich würde gerne erst noch mal zu Ende führen, weil sonst gerne am Ende mit einer Intervention, aber würde gerne meine Gedanken jetzt erst mal zu Ende führen. Nein, ich glaube, für den Nachtragshaushalt, wenn Sie hier ehrliche, das, was Sie hier anmerken, hier ehrliche Händler sind, ehrliche Kaufmänner sind, müsste hier eine schwarze Null stehen, wenn Sie das einfach alles nur ernst nehmen würden, was Sie in der Opposition gesagt haben. Jetzt mache ich mal eine ganz einfache Rechnung. Dafür braucht man noch nicht mal einen Taschenrechner. Wir haben 1,265 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen 2017 und 400 Millionen Euro Mindereinnahmen beim Personal. Das macht zusammengerechnet 1,66 Milliarden Euro mehr Geld. So, was machen Sie mit dem mehr Geld? Wenn Sie das alles ernst nehmen, ja, das müssten wir eigentlich in die Schuldentilgung stellen. Herr Witzel müsste das in die Schuldentilgung stellen. Das hat er den Wählern versprochen. Aber damit könnten Sie die komplette Netto-Neuverschuldung, die im Haushalt steht, gegenfinanzieren und die schwarze Null schreiben, wenn Sie das einfach tun würden, was Sie vor der Wahl versprochen haben. Aber was passiert? Sie haben 1,595 Milliarden Euro Mehrausgaben, um Ihre Wahlversprechen zu finanzieren. So, und jetzt geht es noch weiter. 2018 steht ja vor der Tür. Herr Liedenkemper wird in der WZ vom 13.09. gefragt, wird der Haushalt 2018 ohne Neuverschuldung aufgestellt? Was sagt Herr Liedenkemper? Das werden Sie spätestens im November sehen. Keine Aussage. Das ist doch entlarvend, Herr Liedenkemper. Auch hier sage ich Ihnen, wenn Sie Ihre Aussagen aus der Opposition, aus den Wahlprogrammen ernst nehmen müssen, müsste diese Antwort ganz einfach lauten, ja, der Haushalt wird ohne Neuverschuldung aufgestellt. Denn wir wissen, dass durch Steuermehreinnahmen, und die Unterlagen lagen Ihnen während der Koalitionsverhandlungen doch vor, hat Kollege Börschel doch gesagt, dieser ganze Packen, den haben wir ja dann auch im Haushaltsausschuss da auf den Tisch gelegt bekommen. Sie hatten doch die ganzen Zahlen. Und da ist doch klar, dass durch die Steuermehreinnahmen, die sich ja fortsetzen werden, hier die schwarze Null für 2018 möglich ist. Und wenn Sie denn alles gegenfinanzieren, was Sie neu ausgeben, lautet die Antwort auf diese Frage einfach ja und nicht, das werden Sie schon sehen. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt zur nächsten Amnesie, die Sie hier immer, die Einsparung. Was wurde hier nicht alles vorgestellt? Ein Konsolidierungsplan 2013, damals hieß der Fraktionsvorsitzende der CDU Karl-Josef Laumann. Studiengebühren wieder einführen,
Wiedereinführung der Kita-Gebühren, also das beitragsfreie Kita-Jahr abschaffen, Sozialticket abschaffen, Personalabbau 10% über alles. Nichts davon, ich sage hier dazu, Klammer auf, Gott sei Dank, Ausrufezeichen, Klammer zu, nichts davon findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Okay, das passt wohl auch nicht in den Bundestagswahlkampf, denn Sie mussten ja Koalitionsverhandlungen mitten im Wahlkampf führen. Da kann man sowas vielleicht Wählerinnen und Wählern auch nicht verkaufen. Auch hier, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Stattdessen haben Sie schon mal 1 Million Euro Umzugskosten und Umbenennungskosten für die neuen Ministerien, 139 Stellen in der Ministerialbürokratie, um Ihre eigenen Parteigänger zu versorgen. Das wird alles schon mal eingepreist. Auch das, Herr Liedenkemper, ist eine Reparatur von Rot-Grün, dass Sie 139 neue Stellen brauchen. Ganz merkwürdig. Also bei den Einsparungen, was finden wir denn da? Das bleibt sehr wolkig. Herr Laschet sagt im Westpol-Interview, ja, wir wollen da ja so viele Vorschriften abbauen und das führt dann zum Personalabbau und Einsparung. Ja, wo denn? Welche Vorschriften? An welcher Stelle? Und wie viel Personal kann damit eingespart werden? Fehlanzeige, Nullaussage. Und dann das ganz große Zauberwort. Digitalisierungsdividende. 1 Milliarde locker zu finanzieren. Herr Lindner hat das ja auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages vorgestellt. Haben wir dazu mal irgendwas vorgerechnet bekommen? Wir wissen ja, wie der Fahrplan ist. Das ist ja damals bei dem E-Government-Gesetz von Rot-Grün auch dargestellt worden. Man muss erst mal, so viel gehört ja zu weit dazu, Herr Witzel, das wissen Sie ganz genau, man muss ja erst mal auch investieren, bevor man da Dividenden auch irgendwann generieren kann. Und das wird auch erst in einigen Jahren der Fall sein und dann auch in ganz anderen Kategorien, als Sie hier den Bürgerinnen und Bürgern glaubhaft machen muss. Nein, irgendwie gibt es neben der Gelddruckmaschine bei Ihnen offenbar auch noch so eine Phrasendreschmaschine im Keller. Das bleibt alles wolkig, was hier beim Thema Einsparungen auf den Tisch kommt. Nichts wird konkret, außer, und das ist dann besonders schäbig, da spart man schon mal beim sozialen Arbeitsmarkt. Die Langzeitarbeitslosen, die Projekte, da werden ein paar Millionchen gekürzt. Schäbig ist das, erbärmlich, aber nicht wirklich nachhaltige Finanzpolitik. Mein Fazit ist, dieser Wahlsieg wurde hier gerade in der Haushalts- und Finanzpolitik mit sehr, sehr unredlichen Mitteln erreicht. Man könnte auch sagen, hier mit Betrug. Ja, weil alles das, was Sie da gesagt haben, zählt jetzt nichts mehr und das innerhalb von 100 Tagen. Und ich sage Ihnen, was mich am meisten daran ärgert, ist nicht nur, dass Herr Oppendrenk und Herr Witzel jetzt irgendwie auch ein bisschen bescheuert dastehen, weil Sie das ja alles gesagt haben, ja, ist für Sie ja auch mega peinlich. Nein, was mich besonders ärgert, ist, dass Sie hier der politischen Kultur geschadet haben. Weil dieses Prinzip, was schert mich mein Geschwätz von gestern, das trägt zur Politikverdrossenheit in unserem Land bei und damit auch zur Demokratieverdrossenheit. Und das haben Sie auch mit zu verantworten. Etwas mehr Glaubwürdigkeit, etwas mehr Redlichkeit, das hat auch was damit zu tun, dass unsere Demokratie hier funktionieren muss. Mit dieser Politik jedenfalls nicht. Dankeschön. Frau Kollegin Lücker. Sie hatten ja die Kurzintervention geradezu provoziert, aber sie kommt jetzt nicht von Herrn Kollegen Katsidis von der CDU-Fraktion, der hat sich nicht dazu gemeldet, aber Herr Kollege Witzel hat sich dazu gemeldet. Sitzen Sie auf dem Platz von Herrn Kollegen Lürpke? Nie auf meinem Platz. So, also ein Mikro ist jetzt freigeschaltet, dann ist es aber auf jeden Fall hier. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich sitze auf dem Platz, der auch mein Namensschild hier am Pult soweit trägt. Frau Kollegin Dücker, Sie haben mich ja persönlich angesprochen und Redlichkeit eingefordert. Und deshalb möchte ich Sie fragen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Rot-Grün in der 13. Legislaturperiode massiv Ausbildungskapazitäten der Polizei zurückgefahren hat auf den historischen Tiefstand von 500 Anwärterstellen? Dass diese 500 Stellen dann mehr als verdoppelt worden sind in der 14. Wahlperiode von Schwarz-Gelb auf 1.100 Stellen und dann in der Tat in der 16. Wahlperiode die zweite Verdoppelung dann von allen Fraktionen hier im Haus getragen, erfolgt es auf die etwas über 2.000 Stellen, bei denen wir es zuletzt hatten, zum einen. Zum Zweiten,
Teilen Sie meine Einschätzung, Frau Düker, dass es auf Nettozahlen ankommt und dass es nicht ausreicht, sich Anwärterzahlen anzuschauen, sondern auch Pensionierungszahlen der altersbedingten Abgänge. Wenn Sie dann feststellen, dass die Prognose für das Jahr 2017 bei der Polizei minus 35 netto ist und bis zum Jahr 2019 nochmal minus 16 ist, wo sind dann die Handlungsmöglichkeiten über Nacht einer neu gewählten Mehrheit? Wie viel Zeit habe ich? 1,30? Also Sie haben jetzt zur Beantwortung oder zur Reaktion auf die Kurzintervention 1:30. Okay. Aber Sie hätten auch noch Redezeit, die ich Ihnen dann aber in einer weiteren Runde geben kann. Die beträgt 1:43. Können wir das verrechnen? Nein, das können wir nicht verrechnen. Das können wir auch nicht addieren, so gerne Sie das wollen. Nein, aber das geht nicht. Herr Witzel, Ihr Pech ist, dass ich gerade was das Thema Polizei, innere Sicherheit anbelangt, ein sehr gutes Gedächtnis habe und das schon ein paar Jahre mache. Deswegen zur Legendenbildung. Wir hatten in der Legislaturperiode von 2000 bis 2005, die Sie angesprochen haben, etwas gemacht, was nicht gerade bequem war, aber etwas zur Einsparung führen soll. Das war die Erhöhung der Lebensarbeitszeit und wir haben die Wochenarbeitszeit erhöht. Das gab natürlich, das haben wir nicht gemacht, um die Menschen zu quälen, sondern um ein Äquivalent an Personal abzubauen. Das Äquivalent ergab bei der Polizei einen Stellenumfang von über 2000 Stellen. Die haben wir nicht alle realisiert, sondern nur einen Teil mit einer Reduzierung der Einstellungsermächtigung. So, das ist deswegen keine faktische Stellenkürzung, sondern durch die Maßnahmen bei, Sie haben gesagt, das machen Sie alles rückgängig. Vor allen Dingen das auch mit der Wochenarbeitszeit haben Sie dann, Sie haben auch, egal. Dann kamen Sie an die Regierung und womit haben Sie damals die Wahl dann gewonnen, 2005? Auch mit einem Versprechen, was Sie nicht gehalten haben. Sie haben gesagt, wenn wir an die Regierung kommen, verdoppeln wir sofort die Einstellungsermächtigung von 500 Einstellungen. So, was passiert im Haushalt 2006? 1000? Nein, 500. Was passierte im Haushalt 2007? 1000? Nein, 500. Nachdem Sie den Druck gekriegt haben, versprochen gebrochen, haben Sie es dann erst im Jahr 2008 erhöht. Und diese zwei, drei Jahre, wo Sie diese niedrigen Einstellungsermächtigungen haben, die hängen uns jetzt noch nach, weil Sie damit den Gesamtpersonalkörper ins Minus gefahren haben. Ins Minus gefahren haben. Und dann sind Sie bei 1000 geblieben. Sie haben nicht sofort Ihr Wahlversprechen eingehört. Mit Regierungsübernahme von Rot-Grün haben wir daran gearbeitet, diese Einstellungsermächtigung kontinuierlich zu erhöhen. Und zum Schluss haben wir über Personalersatz ausgestellt. Das heißt, genau für diese Demografieproblematik vorausschauend mehr Personal aufgebaut. Das Problem war, dass wir da eine Lücke hatten. Die haben Sie zu verantworten, nicht wir. Jetzt kann ich zur zweiten Frage nicht mehr kommen. Ja. Das war etwas komplex. Das ist so. Ja. Ja, vielen Dank. Aber so sind